tote Maschine. Muss ein Dornrücken sein. Vielleicht hat er das Muskettengrad sein. Joruf meinte, hier könnte ich meinen Bogen verbessern. Könnte auch was mit meiner anderen Ausrüstung basteln. Eine Fremde nähert sich. Ist das die Retterin? Möchtest du rein, Retterin? Willkommen, Kettenkratzretterin. Macht auf, Jungs. Befehl von Joruf. Mir soll's recht sein. Bei der Schmiede. Peter? Aloy, was machst du denn hier? Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Schön, dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstopp. Oh, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte Problem. Nicht unser Land, nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Und? Du hast von ihm gehört. Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Peter. Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Die Gesandtschaft in Fahrlicht muss stattfinden und dann zieh ich weiter. Ah, natürlich. Wichtige Dinge zu tun. Tja, Flammenhaar. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Petra. Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Wie du willst. Dieser Irrwind riecht nach Ärger. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Aber zuerst muss ich die Werkbank finden und meinen Bogen verbessern. Wenn ein Osser Schuppe deine leere Schmiede mit ein. Setz dich einfach hin und trink. Mein Vater stolz machen. Was hörst du das letzte Mal aufgehört? Die Werkbank ist frei. Das könnte hilfreich sein. Jetzt muss ich noch Erend finden und mit ihm die Dornrücken erledigen. Du sagst,
du kannst mir keinen aussetzen. Ich hab da mit einem Schnapp im Mund. Oh, ja. Okay. Kein Bier, das ich nicht mag. Das ist aus. Auf der gleichen Seite, Alvand. Was willst du denn, Alvand? Eine Art Bezahlung? Mein werter Magistrat, glaubst du, ich bin käuflich? Wenn du willst, dass die Pfeife ertönt, müssen eure Soldaten nur die Dornrücken ausschalten und das Konzessionsdekret unterzeichnen. Sieh's ein. Welche Wahl bleibt euch denn? Hallo. Retterin, der Zeitpunkt ist perfekt. Könnten wir eine für das Sonnenreich wichtige Angelegenheit besprechen? Können wir. Später. Sehr gut. Ich werde warten. Also, die Retterin selbst. Derwals Bezwingerin, Helis Schächterin. Vielleicht. Ich habe viel von deiner Schönheit und deinem Heldenmut gehört, mutige Kriegerin. Olvand Freihalter. Stets zu Diensten. Und was hat dich von den feinen Stoffen und Weinen Meridians an diesen Schandfleck einer Siedlung verschlagen? Deine Aufmerksamkeit als Retterin wird sicher anderswo benötigt. Es geht um die Gesandtschaft. Die Gesandtschaft? Wieso bei der Schmiede? Ah, unterwegs in einer wichtigen Sache. Das heißt wohl, dass du weiterziehst. Sobald ich alle Probleme beseitigt habe, die meine Aufmerksamkeit als Retterin erfordern. Ah, die Dornrücken natürlich. Du musst sie beseitigen, wenn du willst, dass die Gesandtschaft stattfindet. Also, fang besser an, hm? Dann mal los. Nicht so schnell. Du hast den Arbeitsstopp befohlen? Ja, das habe ich. Wir sind Arbeiter, keine Soldaten. Solange die Karja ihr Chaos nicht beseitigen und uns geben, was uns zusteht, riskiere ich keine Osaram-Leben mehr. Was euch zusteht? Du meinst ein Konzessionsdekret? Es ist nicht mein Dekret. Es ist im Namen all der guten Osaram-Arbeiter dieses Landes, die all die harten Arbeiten verrichten, während nur die Karja daran verdienen. Wir wollen nur die Möglichkeit, an dem Wohlstand teilzuhaben. Ein Land, das jedem das gibt, was er investiert hat. Gut. Und wie hoch wäre dein Anteil? Nur so hoch, dass er meinem Beitrag in dieser Gemeinschaft entspricht, natürlich. Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat. Nun, ich weigere mich, gute Miene mit fein gekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert und ausgenutzt werden. Wie nobel von dir. Nobel? Ha. Ich wurde mit dem Hammer in der Hand geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach etwas geschenkt. Was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Und wo ist der Hammer jetzt? Die Bürde der Führerschaft zwang mich, ihn beiseite zu legen. Die Karja riskieren nichts, verlangen aber, dass gute Osaram ihr Leben aufs Spiel setzen. Jemand musste aufstehen und sagen, ohne uns! Wenn Kettenkratz auf Karja-Land liegt, sollte ein Karja-Anführer sein. Wie kommst du dazu? Durch die Unterstützung lauter guter Osaram natürlich. Denkst du, ein Karja könnte diese Unternehmung anführen? Ha! Der Magistrat schafft kaum den Weg von Fahrlicht hierher, ohne Schrauben zu verlieren. Also hast du keine echte Autorität. Die Leute folgen dir nur, weil du es sagst. Laut genug. Jeder, der Anhänger hat, hat Autorität. Ich war von Beginn an in Kettenkratz. Ich meine, ich bin praktisch sein Gründer. Und die ehrlichen Bürger wissen, dass ich unverzichtbar für Erfolg bin. Du sagst, du hast Kettenkratz gegründet? Irgendwie bezweifle ich das. Praktisch gegründet, habe ich gesagt. Ich allein habe sein Potenzial gesehen, als es nur ein paar Zelte im Schatten von Fahrlicht war. Ich habe in die Mine investiert, Freunde überzeugt, das auch zu tun, und hier sind wir. Man könnte sagen, dank mir ist Kettenkratz das, was es ist. Oh, dann stehst du nicht einfach nur rum und profitierst von allen anderen? Keineswegs.
Klar, ich hole mir hier und da etwas für meine Investitionen zurück. Aber mein oberstes Interesse gilt wie von Beginn an dem Wohlergehen all dieser ehrlich arbeitenden Osseram. Wo ist die Pfeife? Direkt in der Stadtmitte. Aber angesichts der Bedrohung da draußen riskiere ich keine unschuldigen Osseram. Ich werde die Dornrücken ausschalten. Danach wird sich dieses Tal verändern. Wenn es erforderlich ist. Bis dahin sorge ich für die Sicherheit dieser ehrlichen Leute. Sei nur bereit zum Pfeifen. Mal sehen, was der Kaja-Magistrat wollte. Er sagte, er sei in der Taverne. Du! Ich weiß, dass du nicht siehst. Vielleicht endlich mal eine, die mehr verdient. Ich bin sicher nicht. Red nur. Ich hoffe, der ziemlich dran. Fast vier. Bis zuletzt. Dort war, konnte er schon laufen. Und du bist. Hey, Mildurf. Mildurf! Letztes Mal in der Wildnis hatte ich einen Topf von dir dabei. Der hat mich stark gemacht. Ich hätte wohl sogar einen Läufer überrennen können. Das ist schön für dich. Klingt, als ob du hier ganz erstaunliches Essen servierst. Oh, du auch noch? Ja, du kannst den Rabatt haben. Aber komm später wieder. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Alvind. Schick dich nicht? Nein. Oh, Entschuldigung. Naja, seine Schergen drangsalieren mich dauernd. Und jetzt ist auch noch meine Spezialpfanne. Ich stecke mitten in einer Krise. Könntest du mir einfach sagen, was du willst? Etwas zu essen? Natürlich. Machen Alvins Leute dir Probleme? Oh ja. Sie wollen immer nur das Beste. Aber mit der Ausstattung hier kann ich meine Gerichte einfach nicht in großen Mengen kochen. Und von ihrem rechtmäßigen Alvind-Rabatt will ich gar nicht erst anfangen. Und wenn du dich weigerst? Ich mache Essen. Keinen Ärger. Wie bist du in Kettenkratz gelandet? Ich hatte von einer neuen Stadt am Rande der Grenze gehört. Wo eine Stadt ist, ist eine Taverne. Und ich brauchte Arbeit. Also kam ich hierher und fing an zu kochen. Manche Leute hier hatten noch nie einen ordentlichen Eber-Bären-Eintopf gegessen. Naja, und ehe ich mich versah, kamen sie immer wieder. Wegen des Essens. Oder des Biers. Dein letzter Kunde meinte, dein Essen habe ihn in der Wildnis stark gemacht. So etwas könnte ich auch gebrauchen. Ich wäre dir wirklich gern behilflich. Besonders, weil du den Anstand hast, höflich zu fragen. Aber? Aber meine geliebte Spezialpfanne ist hin. Ohne sie kann ich meine Spezialitäten nicht kochen. Wer weiß, was passiert, wenn ich Arvind oder seine Schläger abweisen muss. Selbst wenn ich die nötigen Zutaten schon hätte, könnte ich nichts tun. Es sei denn, du könntest mir einen Ersatz besorgen. Was brauchst du denn? Als Zutaten? Ein paar Stücke ordentliches Wildfleisch und Bitterkrautstängel. Eine Handvoll. Das war's. Und als Pfanne reicht notfalls vielleicht eine gewellte Metallplatte, bis ich mir eine neue besorgen kann. Du findest sicher eine in einem Wühlerhaufen, wenn du dem Fluss nach Nordosten folgst. Keine Sorge, ich mach sie sauber.
Das Wildfleisch und Bitterkraut zu besorgen, wird kein Problem sein. Deiner Kleidung nach kennst du dich mit Jagen und Sammeln ja aus. Danke, Milduff. Ich halte Ausschau. So hört sich also Dankbarkeit an. Und du lässt dich nicht herumschubsen, okay? Wenn du meinst. Retterin, danke, dass du Zeit für mich hast. Und mein Beileid, dass du dir Alvens Geschwafel anhören musstest. Es gibt Schlimmeres. Klingt, als würde er dir mächtig Druck machen wollen. Der Gedanke, dass die Kaja absichtlich Dornrücken in den Schrecken lassen, ist... Das ist völlig absurd. Aber je lauter und öfter er das sagt, desto mehr Leute unterstützen sein Konzessionsdekret. Wie sind die Dornrücken in den Schrecken gelangt? Das weiß niemand. Zuerst wurden sie westlich des Steinbruchs gesichtet. Aber wenn sie nicht fliegen gelernt haben, weiß ich nicht, wie sie über die Berge gekommen sein sollen. Andere Möglichkeiten? Meines Wissens nach nur über Fahllicht. Hör zu, wenn du dieser Sache auf den Grund gehst, biete ich dir einen wirklich beachtlichen Lohn dafür an. Alvand soll endlich Ruhe geben. Was ist dieses Konzessionsdekret, das Alvand will? Er möchte, dass das Sonnenreich Teile des Schreckens an die Osseram abtritt. Natürlich nur solche Gebiete, die irgendwie wertvoll sind. Lass mich raten. Er profitiert irgendwie davon. Ganz genau. Wenn der Schrecken unter Osseram Gesetz fällt, kann er sich mehr Gelder für ihre zahlreichen Projekte sichern. Und ohne Konzession bekommt er keine Gelder? Nein. Das Sonnenreich könnte ihre Vorhaben jederzeit stoppen. Deshalb ist diese Konzession so wichtig für ihn. Und den Kaja die Schuld an den Dornrücken zu geben, so absurd das auch ist, spielt ihm in die Hände. Wie bist du denn hier gelandet? Ich wollte hierher, ob du es glaubst. Die Leitung des ganzen Tals im Namen des... Es war eine Ehre. Ist. Aber dein Job wäre, Alvand dir nicht ständig hineinfuschen würde. Alvand wird mir erhalten bleiben. Er ist schon länger hier als ich. Er hält sich sogar für den Gründer von Kettenkratz. Ja, ich werde schon mit ihm klarkommen. Ich muss. Die Dornrücken waren also zuerst westlich des Steinbruchs? Ja, einem verstörten Arbeiter zufolge bebte zuerst der Boden und dann kamen sie den Berg heruntergestürmt. Er rannte den ganzen Weg bis hierher. Dann sollte ich dort anfangen. Wenn du die Wahrheit rausfindest, hört Alvand vielleicht auf, für alles immer die Kaja zu beschuldigen. Und vielleicht konzentriert er sich dann endlich auf den Wiederaufbau von Fahrlicht. Da bist du ja! Endlich! Ja, ich muss weiter.
bist zurück. Hey, Rotschopf. Ah, ist dir nach einer Partie Streit, Schwester? Ich baue das Brett auf. Ich kam gerade vorbei. Ein Frischling, hm? Keine Sorge. Ich nehme Rücksicht auf dich. Hast du Figuren? Nein. Tja, so ein Glück aber auch. Ich habe noch einen Satz. Original Tinnakt. Direkt aus dem verbotenen Westen. Komm, setz dich. Ich erkläre dir ganz schnell alles. Ich gebe dir etwas Besonderes, wenn du auf allen meinen Brettern gewinnst. Okay, fangen wir einfach an. Die Tenakt sagen gern, dass Maschinenstreit ein reines Strategiespiel ist. Wir kriegen beide einen Satz Figuren. Jede Figur repräsentiert eine Maschine. Und jede Maschine ist unterschiedlich viele Siegerpunkte wert. Um zu gewinnen, musst du 7 Siegerpunkte sammeln, indem du die Maschinen des Gegners zerstörst. Es kann schwierig sein, sich die Details aller Maschinen einzuprägen. Siehst du die Zahl oben rechts in der Ecke? Die zeigt, wie viele Siegerpunkte du kriegst, wenn du diese Maschine zerstörst. Dort steht auch, wie weit die Figur gehen kann, wie mächtig ihre Angriffe sind, die Distanz, auf die sie schlagen können und natürlich ihre Gesundheit. Das genügt erstmal. Das ist mein Brett. Also entscheide ich, wer anfängt. Da dies deine erste Partie ist, in der Regel musst du wählen, welche Figuren du aufs Brett stellst. Aber nimm die Maschine rechts von dir. Denk dran, jede Maschine kann nur eine bestimmte Distanz gehen. Sieh dir deine Notizen an, wenn du etwas vergessen hast. Beweg die Maschine da nach vorn. Das gehört alles zum Lernprozess. Du musst die Maschine vorwärts bewegen. Du musst nur, die Maschine vorwärts bewegen. Beweg die Maschine da nach vorn. Das gehört alles zum Lernprozess. Ganz einfach, oder? Also, du darfst pro Runde 2 Maschinen bewegen. Also los. Perfekt. Sonst kannst du nicht mehr viel tun, also beende einfach deine Runde. Es geht langsam vorwärts. Lass mich meine Figuren bewegen. Und du bist wieder dran. Wieso greifst du dieses Mal nicht eine meiner Figuren an? Versuch's erstmal mit der Maschine rechts von dir. Jetzt beweg die Figur nah genug, und wenn du einen Angriff... Testest du die Kampfkraft deiner Maschine gegen eine deines Gegners? Die Kampfkraft einer Maschine ergibt sich aus dem Terrain, auf dem deine Maschine steht, und ihrer Angriffskraft. Auf diesem Brett gibt es nur Grasland-Terrain, das sich nicht auf die Kampfkraft einer Maschine auswirkt. Und deine aktuelle Maschine hat 2 Punkte Angriffskraft. Also entspricht die Kampfkraft deiner Maschine genau 2 Punkten. Da meine Maschine nicht diejenige ist, die angreift, hat sie 0 Punkte Angriffskraft. Und ganz wie deine Maschine wird sie nicht vom Grasland beeinträchtigt. Also beträgt der Unterschied in der Kampfkraft zwischen beiden Maschinen genau 2 Punkte. Das heißt, dass deine Maschine meiner Maschine 2 Punkte Schaden zufügen kann. Hast du alles verstanden? Ich wusste, dass du clever bist. Dann greif mal meine Maschine zu Ende an. Du hältst dich doch nicht zurück, oder? Jetzt. Du siehst, deine Maschine kommt nicht nah genug, um meine anzugreifen. Du kannst deine Maschine sprinten lassen. Suck, versuch's mal. Der Nachteil beim Sprinten ist, dass deine Maschine nicht mehr angreifen kann. Also manche Spieler gehen in so einem Fall ein Risiko ein und überladen ihre Maschine. Mit Überladen kann man nach einem Sprint angreifen, aber es entzieht deiner Maschine 2 Punkte Gesundheit. Es steht dir frei, es einzusetzen. Lass es uns mal versuchen, damit du siehst, was ich meine.
Das war's dann schon mit deiner Runde. Also, jetzt verrate ich dir einen coolen Trick. Deine Maschine da, die mir am nächsten ist, nimm sie in die Hand. Ganz wie in der Wildnis haben die Maschinen gepanzerte Stellen und Schwachstellen. Sie sind auf den Teilen markiert, siehst du? Blau zeigt an, wo der Panzer am dicksten ist. Ein Treffer dort bewirkt etwas Schaden, aber nicht viel. Rot zeigt die Schwachstellen einer Maschine an. Triff dort und du landest einen mächtigen Schlag. Hier, ich zeig's dir. Dreh dieses Teil, sodass deine Maschine zu meiner schaut. Jetzt verpasst der Maschine eins. Sie fliegt runter vom Brett. Und das sind deine ersten Siegerpunkte. Du hast noch keine 7 davon, also machen wir weiter. Deine Maschine hat meine angegriffen, aber sie hat sich nicht bewegt. Nur zu, rücke weiter vor, auf meine verbleibende Figur zu. Du hast bereits angegriffen und deine Figur bewegt. Aber wenn du deine Maschine überlädst, kannst du ein zweites Mal angreifen. Und nach der Gesundheit deiner Maschine zu urteilen, würdest du deine Figur opfern, um meine zu besiegen. Aber manchmal kann das eine gute Sache sein. Überlade deine Maschine, um meine ein zweites Mal an. Ist das nicht ein Spaß? Und jetzt, weil deine Maschine gleichzeitig mit meiner ausgeschaltet wurde, erhalten wir beide die Siegerpunkte, die unsere Maschinen wert sind. Das Gute ist, weil du angegriffen hast, erhältst du deine Siegerpunkte, bevor ich... Was bedeutet, dass du die begehrten 7 Punkte zuerst erreichen kannst. Deshalb kann man manchmal ein Spiel zu seinen Gunsten drehen, indem man eine Figur verliert. Tja, wie du siehst, hast du diesmal die 7 Siegerpunkte noch nicht ganz erreicht. Aber das bedeutet, dass du gewonnen hast. War doch gar nicht so schwer, oder? Denk dran, immer das beste Terrain für deinen Angriff zu suchen. Du wirst überrascht sein, welchen Vorteil dir das über einen Gegner verschaffen kann. Hat mich schon das ein oder andere Mal gerettet. Ich versuche daran zu denken. Oh, bevor ich's vergesse. Das sind alles meine Ersatzfiguren. Ich will, dass die Retterin von Meridian sie kriegt. Es ist zwar nur ein kleiner Satz, aber er sollte ausreichen, um bei jedem Streitspiel dort draußen einzusteigen. Vielleicht hast du ja Lust, nach Streitschnitzern Ausschau zu halten. Die haben alle möglichen besonderen Figuren, die ein Spiel zu deinem Vorteil wenden können. Doch für die Herstellung brauchen sie das richtige Material. Oder mit etwas Glück findest du sie in der Wildnis. Ich habe jede Menge Figuren bei einer nächtlichen Maschinenjagd verloren. Oder einer Kneipentour. Du brauchst mir nicht zu danken. Ist mir stets ein Vergnügen, neuen Streitspielern zu helfen. Also, wenn dir danach ist, ein echtes Spiel zu spielen, ich habe jede Menge andere Bretter. Ich könnte dir auch noch ein paar Tricks zeigen, wenn du möchtest. Danke, ich überleg's mir. Hoffentlich bis bald. Ja, du. Ich wusste, zu gesellig. Sagst du nicht mal. Sag mir, wenn ich mich. Gerade nett, oder? Hey, Zeit zum Aufruhen? Zeit zum Kotzen. Hallo, Tor. Wir lassen dieses Feuer nicht aufgehen. Los geht's!
Ich muss eine Brutstätte suchen und herausfinden, wie man die überbrückt. Mal sehen, was ich tun kann. Versuch sie in die Stolperdrähte zu locken. Beenden wir das schnell. Oh, wieso erledigst du sie so? Wofür sind denn die Stolperdrähte? Also gut. Das war der letzte. Hallo Schwester. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Dank der Schmiede, dass du kommst. Stolperdraht ist praktisch, aber Maschinenjagd ist was für Jüngere. Komm schon her! Ich will mich ordentlich bedanken. Ich sehe, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Wühler schneller erledigt, als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Süden, verfolgen sie mehr Dornrücken? Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln und weniger potenzielle Unfälle. Der Seilbahnfahrer meinte, dass die Dornrücken erst gestern aufgetaucht sind. Weißt du was über sie? Wie geht's dem alten Kahn? Er und ich sind seinerzeit in allen möglichen Ärger geraten. Einmal da sind... Weißt du etwas über die Dornrücken? Nein. Was Karn sagt, stimmt. Sie tauchten auf und liefen Amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um mir meinen Hintern zu retten. Ist in Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand. Lass mich raten. Orvent.
als ich noch ein Haus in der Stadt hatte. Haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Urwend-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Seitdem fühle ich mich wohler mit etwas Abstand zwischen uns. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Erin ging also nach Süden. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Sind überall. Klingt, als wäre jemand am... So, das sollte genug Bildfleisch für Mildorf sein.
Krieger! Das hier! Dafür wurde ich geboren! Keine Buchhaltung! Keine öden Patrouille nach Nachmittag! Nur der Kampf! Aloy? Erend! Bleib, wo du bist. Ich mach den Rest. Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Das ist Reserve für später.
Genau zur rechten Zeit, wie immer. Tja, du hattest den schweren Teil für mich. Blieben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist es? Das hier, wer braucht schon Rippen? Schon gut, schon gut. Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Und was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Das ist großartig! Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, Teil, der ist nicht so toll. Aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Oh. Erend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein? War ja klar. Erend! Ich störe euch Turteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Ja, stell dich nicht so an, ich komme! Oh, es wird ja immer besser. Hör zu. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester, den gelehrten Wadis. Oh, den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Wadis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Schätze, das ist eine Art Lebwohl. Wie bitte? Du bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach, ja? Es ist nichts. Klingt aber nicht so. Okay, gut. Nach der Schlacht beim Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy. Und du haust ab. Wer tut schon sowas? Erend, hör mal. Tut mir leid, es war nicht leicht für euch, als ich fortging. Und es ist auch jetzt nicht leicht, aber was ich getan habe. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr. Und nur ich kann es retten. Das Leben auf der Erde? Ja. Alles wird sterben, wenn ich scheitere. Dann lass mich helfen. Oh. Das geht nicht. Wir müssen nicht gegen Maschinen oder böse Typen kämpfen, was ich tun muss. Ich kann es nicht mal erklären. Nicht bei Menschen, die mir wichtig sind. So viel zu nützlich sein. Okay. Erend! Bei der Schmiede. Das war mein Stichwort. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlicht gehen. Nein. Du bist anderswo gebraucht. Wie es scheint. Wir kommen ohne dich klar. Du wirst dich alleine darum kümmern müssen. Wir halten dich nur auf. Mein letzter.
Was machen diese Osseram hier draußen? Los, schnell ausweiden, bevor die Wühler kommen. Oh, der Dornrücken will sie angreifen. Genau richtig, Nora. Geht lieber zurück nach Kettenkratz, bevor noch was passiert. Nicht bei der ganzen Beute, die hier liegt. Na los, Leute, weitermachen. Das ist der Steinbruch, den Todes meinte. Erledige diese Säure, Spucker! Füge davon, wir endlich haben Gehilfe! Ich brauche Nachschub! Eine Maschine weniger. Weniger. Keine Munition dafür. Weniger. Noch einer weniger. Steinbruch ist sicher. Fremde, komm doch mal her. Wir müssen reden. Kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Keine Ahnung, was Nenora hier macht, aber wir schulden dir was. Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet, aber einer der Dornrücken griff uns an. Und dann kam es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Jetzt ist es immerhin ruhig. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren dröhnen.
Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen. Braucht ihr die Pfeife zum Arbeiten? Meine Leute und ich, wir sind hier nur kleine Zahnräder. Solange Alvin nicht pfeift, bleiben die Hammer liegen. Und wenn wir ohne seine Erlaubnis arbeiten, feuert er uns. Meine Leute haben schon genug durchgemacht. Hat Alvin so viel Macht? Er hat Geld und genug Verbindungen, um unsere Feuer auszulöschen. Bei den Dornrücken hätten wir fast bessere Chancen. Woran arbeitest du mit deinem Trupp? Wir sollen in Alvins Parzelle arbeiten, Steine zur Verstärkung von Fahrlicht abbauen. Doch der Arbeitsstopp und die Dornrücken haben uns aufgehalten. Ich habe diese Biester noch nie zuvor im Schrecken gesehen. Wo zum Schmiedefeuer sind die hergekommen? Ich weiß nicht. Zumindest noch nicht. Ich muss aufbrechen. Bleib gesund. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden. Ruine aus der alten Welt. Da drin findet sich bestimmt etwas Interessantes. Okay, was haben wir hier drin?
Zeit, Ulvan zu überreden, zu pfeifen und vor dies nach Fahrlicht zu bringen. Ah, du bist ja noch hier. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh, wirklich? Jetzt, wo du den Schock verdaut hast, ist es Zeit zu pfeifen. Oh, nicht so schnell. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Sicherstellen, dass das Tal wieder sicher ist. Sollte nicht länger dauern als ein... 2 Tage. Nein. Du benutzt jetzt die Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osseram-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du's jetzt, oder ich mach's. Ha! Ich wusste, dass du's schaffst! Freunde, versammelt euch! Die Retterin von Meridium hat es wieder geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du! Die Pfeife soll ertönen. Captain Kratz ist wieder im Geschäft! Und Alvand hat zugestimmt, den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Yeah! Das ist schon besser! Yeah! Aha. Ja! Ja! Yeah. Musst du nicht zu einer Gesandtschaft? Ja, das muss ich wohl. Jetzt, da die Arbeit in Kettenkratz wieder läuft, sollten die Händler wieder offen sein. Ich sollte schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich Wardis nach Fahrlicht schicke. Orund ist sicher begeistert. Ich habe hier nur das Beste für dich, Rotschopf. Schließlich haben wir dir den Pfiff zu verdanken. Hey, ich warte hier schon seit Tagen auf meinen Glückshammer. Aber du hast nicht so was Nützliches gemacht, wie Dornrücken zu erledigen, oder? Lass dir Zeit. Du wirst nicht enttäuscht sein, versprochen.
Komm gerne wieder. Und bin ich endlich dran? Dein Hammer. Bei dir kann ich leider nichts machen. Das sollte dir guten Schutz bieten. Oh, Moment. Wann meinst du, kannst du meinen Glückhammer reparieren? Jetzt, wo du sagst. Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich einen Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut? Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich sollte doch 3 Eskorten haben. Ich gehe nach Fahrlicht, Wardis. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Tja, nachdem das erledigt ist, kann die Gesandtschaft endlich stattfinden. Wenn ich durchkomme, kann ich Silence aufspüren. Hades. Vielleicht sogar ein Gaia-Wecker. Dann kann ich direkt nach Fahrlicht gehen. Oder mich erst noch im Schrecken umsehen. Und vielleicht Petras Drink annehmen. Ich wäre schneller, wenn ich einen Stürmer überbrücke. Die Kristalle habe ich noch nie gesehen. Ich kann einen dieser Stürmer überbrücken. Ich muss leise sein, um die Herde nicht aufzuschrecken. Entdeckt.
Ich muss hier weg. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat.